Vorgestern war die Ratssitzung. Gestern habt ihr dann viel euch unterhalten mit Söldnern, mit Soldaten und weiter eingekauft. Nahrung ist wohl rar in Festum, aber wenn die Münze klingt, dann bekommt auch ihr etwas. Karren und Wagen werden vorbereitet, Termine vereinbart und so schreiben wir heute den 9. Zar. Nachmittags. Tag der Verhandlungen von Jasper dem Wandler. Jalan sitzt gerade in einem großen, rund zulaufenden Hörsaal auf einem sehr kalten Holzstuhl und wird von mehr als einem Dutzend Magier und Magierinnen gemustert. Fast wirkt es so, als säße er hier auf einer Anklagebank, doch dies ist nur der Platz eines Zeugen. Schräg über ihm versetzt sitzt Jasper mit kahlgeschorenem Haar und Bart, die Eisenkrause umgelegt. Also gut, Jalan, Greifenmund vom Schnattermoor. Ihr habt die Anklage erhoben. Dann führt doch einfach mal die Vergehen dieses Zauberers aus, auf das wir ihn richten können. Jalan erhebt sich dann auch, blickt sich einmal im Raum um, nickt dem Verhandlungsführenden, der Verhandlungsführenden, wer sitzt denn dort? Dragonef, beziehungsweise Dragonef. Dagonef. Nickt der Spektabilität einmal zu. Nun, selbstverständlich, wie ich bereits beim Übergeben des Magiers sagte, haben wir ihn freilaufend an Bord einer Dämonenarche gefunden. Er schien wohl, wie er beteuerte, unwillig, aber dennoch zur Zufriedenheit seiner paktierenden Besitzer, die Dienste des Bordmagiers auszuüben, inklusive eines reichlich luxuriös ausgestatteten Quartiers. Damit setze ich mich wieder. Welche Anschuldigung habt ihr also gegen ihn? Die Anschuldigung ist es, mit den Feinden der Götter, mit den Paktierern und den Besitzern dieser Dämonenarche willentlich zusammengearbeitet zu haben. Wir haben eine oberflächliche Untersuchung angesetzt, wie ihr höchstwahrscheinlich sehen könnt. Er trägt keine Dämonenmale an seinem Körper, ist also nicht pervertiert. Ebenso können wir wenig Lüge darin erkennen, wenn er behauptet, dass er gefangen genommen wurde und zu dem Dienst gezwungen wurde. Allerdings können wir auch keine Wahrheit darin erkennen. Wir verlassen uns also mitunter auf euer Wort, auf eure Verhaltensstudien, die er euch an den Tag legte, als er unter euch diente. Als ihr diese Arche übernommen habt. Ich Seid ihr der muss. Meinung, dass dieser Gildenmagier weiter wirken darf oder sollte man ihm seinen Dispens aberkennen? Ich muss, wie ich ihm bereits auf der Arche versicherte, zu seiner Verteidigung sagen, dass er sich, nachdem wir die Arche übernommen haben, in vollstem Maße kooperativ und hilfreich gezeigt hat. Auf dem Marsch zurück nach Festum nahm dies ein wenig ab, was wohl mit seinem Unmut darüber zusammenhängt, dass wir ihn haben binden lassen. Nichtsdestotrotz hat er nie in Anklang gemacht, gegen uns zu planen oder gegen uns handeln zu wollen. Ich sah es trotzdem als meine preisgegebene Pflicht an, den Verdacht hier in eure Hände zu geben. Nichtsdestotrotz bin ich nicht davon überzeugt, dass er eine Gefahr ist und bin entsprechend auch hier, um dies noch einmal zu bekräftigen. Vor diesem Gremium der Grauen Gilde seid ihr nur Hesinda allein verpflichtet, nicht Braios. Wir brauchen Fakten, keine Gerechtigkeit. Fakt ist, er hat sich unter meinen Augen nichts zu Schulden kommen lassen. Außer vielleicht Hochmut, aber das ist bei weitem keine Straftat. Wir haben in dem Brief gelesen, den ihr uns mitgabt, dass er wohl ein Siegel der Mendenischen Akademie bei sich trug. Entspricht dies der Wahrheit? Entsprechendes Siegel wurde an Bord der Arche gefunden. Konnte nicht seiner Person zweifelsohne zugeordnet werden. Ebenso trägt er keine Tätowierung dieser Gilde oder eine, nun ja, weitere Qualifikation, die ihm erteilt worden ist. Wenn dies euer Befund ist, kann ich Ihnen nicht widersprechen. Wir können mit unseren Mitteln nicht auf, was die Wissenschaft Minderpakt nennt, prüfen, aber einen vollwertigen Pakt hat er nicht.
Das heißt, wir können ohne eine Anschuldigung von euch ihn nicht weiter verurteilen. Es gibt keinen Grund, warum wir ihn einsperren. Sein schlechter Ruf wird das natürlich dennoch sein, aber... Dann sei der Gerechtigkeit des Herrn Preuers wohl Genüge getan. Ja, die Magier oben in dem Hörsaal bzw. Richtblock ja, murmeln so ein bisschen untereinander und nicken dann. Damit sei die Verhandlung hiermit beendet. Sämtliche Fakten wurden zu Protokoll genommen, Zeugen wurden verhört. Die Anklage wird abgewiesen. Jasper, ihr habt euch keiner Schuldigkeit zukommen lassen. Zumindest können wir euch keine nachweisen. Nichtsdestotrotz möchten wir euch in unserer Quecksilberakademie nicht mehr willkommen heißen, wie das auch vorher schon der Fall war. Jasper nimmt das schweigend hin. Mit Verlaub, eure Traktabilität. Ihr dürft offen sprechen. Wenn ihr es gestattet, würde ich ihn gern weiterhin unter meine Obhut nehmen und ihn eine Weile beobachten. Ihm eine Möglichkeit geben, vor den Göttern Gutes zu tun. Wenn er denn geneigt ist, ihm zuzustimmen. Er nickt wieder gönnerisch, so sehr es ihm denn mit seinem Eisenkragen möglich ist. Er versucht auch etwas zu sagen, aber seine Stimme ist wohl zu krächzig, hat wohl lange nichts getrunken und ja, dementsprechend kommt da wenig aus seiner Kehle. Dem sei stattgegeben. Ihr könnt mit ihm verfahren, wie ihr mögt. Die Graue Gilde ist mit ihm fertig. Vielen Dank, Eure Spektabilität. Ja, dann wirst du aus dem Ratssaal gewiesen, stehst dann so ungefähr eine halbe Stunde noch weiter draußen herum, kannst dich auf so eine Bank setzen und dann tritt Jasper der Wandler mit seiner ja, Gildenrobe, ist natürlich ein bisschen verdreckt, leicht zerrissen und kommt dann auf dich zu, seine Haare immer noch sehr kahl geschoren, was sehr ungewohnt aussieht. Aber er nickt dir einmal dankbar zu. Magister, Danke. ich habe zwei Dinge zu euch zu sagen. Ersteres, traue ich euch kein Stück weit und ihr könnt euch gewiss sein, dass ich euch an Bord so gut es geht beobachten werde. Nichtsdestotrotz muss ich mich auch dafür entschuldigen, wie grob man wohl hier mit euch verfahren ist. Ich hatte es ja auf der Reise ebenfalls nicht für nötig gehalten, euch in Eisen legen zu lassen. Bin ein wenig schockiert, dass die Gilde zu solch drastischen Maßnahmen griff, auch wenn es wohl ihr eigenes Prozedere ist. Und wenn man einer Dämonenbuhlerei beschuldigt wird, dann verfährt man wohl so mit mir. Nun gut, wir reisen morgen ab. Seid bereit. Er nickt. Gut, damit Gut. bin ich mit ihm fertig. Wenn er Gold haben will, soll er sich an Ragnar wenden. Irgendetwas anderes, was ihr an diesem neunten Zahn noch tun wollt? Ist das schon vor oder nach meinem Einbruch? Das ist jetzt ja, 6 Stunden davor. Alles klar, nö, dann nicht. Dann nicht. Gut. Ich würde gern vermutlich erst morgen früh in den Feuerstempel gehen und darum bitten, doch für meine Reise gesegnet zu werden. Also entweder zum Sonnenuntergang oder zum Sonnenaufgang, wenn die Messe ist. Aber Sonnenaufgang. das müssen wir nicht ausspielen, denke ich. Gibt es eine Möglichkeit, hier zu trainieren? Also eine Art Arena oder vielleicht sogar ein. Ja. Irgendwie eine andere Möglichkeit? Also je nachdem, wie du es gerne hättest. Du kannst dich natürlich in Tavernen prügeln, das geht immer. Nee. Du kannst dich in den Rondra-Tempel begeben. Wenn du da um einen Sparring bittest, dann wird man dir das gewähren. Du kannst aber auch bei etwas exquisiteren Möglichkeiten kämpfen und dann bei den Nivesen unterkommen. Auch das würde gehen. Ja, das ist eine sehr spezielle Art und Weise. Du kannst natürlich auch versuchen, mit den Goblins zu kämpfen, wenn du dich da versuchst vorzustellen. Oder, naja, gut, die Möglichkeit in der Admiral Severitz-Schule zu
kämpfen. Auch das würde gehen. Den Oberleutnant kennst du ja schon. Jo, das finde ich ganz gut, weil vielleicht könnte ich da noch ein paar Sachen lernen, ein paar Tricks, Kniffe. Hat schon länger irgendwie nicht wirklich professionell gekämpft, sondern immer eher nur Haut drauf und ja. Ja, kennst du den bornländischen Stil? Ich glaube ja. Okay, also zumindest ist es dir dann nicht ganz unbekannt, wenn sie dann mit dir kämpfen, wie sie sich bewegen. Ja, und dann kannst du den Tag so damit verbringen und genau. In der Admiral von Severitz-Schule lernen. Ja, müssen wir auch nicht ausspielen, das wäre einfach nur, also Fiona verabschiedet sich dann von anderen, genau. Geht eben trainieren. Ja. Ja.